Hallo Ben. Willkommen hier bei GrowMotion. Ihr seid ja gut versteckt, aber müsst ihr vielleicht auch, oder? Ja, es ist manchmal besser in unserem Erstmal Business. Ja, toll, dass ich auf jeden Fall hier sein darf. Ja, dass ihr euch Zeit für uns hier mal nehmt und auch ein paar Fragen beantwortet. Und nicht nur die tollen Pflanzen hier zeigen kann. Campus in Action. Hast du schon einen kleinen Einblick bekommen? Wahnsinn. Ne? Also es ist, so stelle ich mir mein Wohnzimmer vor. Ich weiß vom Wohnzimmercharakter. Wow. Ne? Man sitzt und kann. Wunderschön. Das ist eigentlich mein Aquarium, ja. Ich sitze da manchmal abends hier und gucke mir, anstatt Fische, gucke ich mir Pflanzen an. Du, ich habe mir im Vorhinein schon einiges über euch angeguckt. Ich habe euch ja auch gesagt, ich habe ja schon einige Sendungen in der Richtung gemacht. Mhm. Und was ich besonders geil von euch finde, ich habe diesen Film gesehen, praktisch GrowMotion, der Film. Da fühlte ich mich so richtig so in 4 Blocks versetzt. Erstmal Respekt für den Film. Also danke, war auf jeden Fall. Das Drehbuch kam ja von unserem CEO. Also Ist wirklich auch eine Sache, die selber geschrieben wurde. Und war eine sehr hochwertige Produktion, wie du gesehen hast. Was Professionelles eher so. Ne? Und Massiv war ja auch Hauptdarsteller. Hat ja auch früher 4 Blocks gedreht und war ja ein bisschen angelehnt an 4 Blocks. Schon. Da war auch ein Schauspieler noch dabei, glaube ich. Ich weiß seinen Namen nicht. Ja, es ist ein Schauspieler, der in einer anderen Serie mitgespielt hat. Gold, also hier mit Ratar, glaube ich. Okay. Um zu meiner Frage zurückzukommen. Für mich ist es ganz wichtig, auch wenn es für euch vielleicht eher peinlich oder uninteressant ist, weil ihr kriegt die Fragen wahrscheinlich öfter gestellt. Trotzdem seid mir nicht böse, dass ich euch auch die Fragen stellen muss. Ich erzähle dir ja nichts Neues. Es gab so Sachen wie Juicy Fields, My First Plant. Ich will euch auch bitte nicht damit vergleichen. Ja? Mhm. Ich möchte nur, das liegt mir am Herzen, auch für meine Community diese Fragen stellen. Ja? Mhm. Und ich habe mich jetzt mal auf eurer Seite auch so umgeschaut und da werdet ihr ja auch so mit dem Spruch, werde Teil der Community. Und mich interessiert jetzt, was unterscheidet euch erstmal von den anderen, beziehungsweise was ist eigentlich eure Philosophie? Also was uns unterscheidet von der Konkurrenz von Leuten, die sowas gemacht haben. Wir haben eine eigene Anlage, wie du schön sehen kannst hinter uns. Das ist unsere Anlage, die ist auch von uns finanziert. Wir haben keine Gelder eingesammelt, um das zu bauen, sondern wir wollten einfach eine Community gründen, um einfach schneller zu wachsen. Weil natürlich auch Konkurrenz aus Amerika kommen wird jetzt, sobald die Legalisierung durch ist, wird ein Riesenmarkt sich eröffnen. Und wir wollten halt schon vorbereitet sein. Deswegen haben wir diese Idee gehabt, eine Community zu gründen, von diesen Geldern auch zu wachsen. So, das war der Hauptgrund. Also wir wollten uns auch nicht bereichern oder so. Ich weiß ja auch nicht, was andere gemacht haben oder nicht gemacht haben. Ich habe es am Rande mitbekommen damals. Das Problem ist, wir haben 3 Jahre schon Vorbereitungszeit. Das heißt, in der Zeit, wo wir hier vorbereitet haben, waren diese Scammer oder wie man die auch nennt, auf dem Markt tätig. Und das war für uns natürlich jetzt am Anfang, wo wir auf den Markt gekommen sind, natürlich wie eine Ohrfeige, weil jeder gesagt hat, ey, ihr seid, und für uns war das... Da muss man sich erstmal etablieren. Ja, da muss man sich auch erstmal so rechtfertigen im Endeffekt, weil jeder denkt, oh, selbe Konzept. Aber das hat gar nichts eins mit dem anderen zu tun. Ne? Vor allen Dingen haben die anderen ja auch nicht so eine Anlage. Die haben ja wirklich gelogen. Die haben ja mit irgendwelchen 5 Pflanzen auf die Felder gesetzt und haben dann damit Werbung gemacht. Also da seid ihr schon völlig anders aufgestellt. Das ist das, was ich ja Anfang des Gesprächs gesagt habe. Das, was uns unterscheidet, ist, wir haben ein eigenes Team, wir haben eine eigene Anlage, wir sind transparent. Jeder kann hier hinkommen, sich sein eigenes Bild machen, wie du jetzt auch. Du bist ja jetzt auch eingeladen worden und ich hoffe, du hast schon mal einen guten Eindruck erstmal. Und das ist der Hauptfokus. Ne? Wir haben jetzt auch hier mit Canateria jemanden dabei und wir haben auch ganz viele andere Leute, die uns besucht haben schon und die auch zufrieden sind und sagen, ey, geile Sache, die ihr da macht und ihr seid authentisch. Das ist am wichtigsten. Du kennst ja auch ein oder andere Video von mir. Natürlich, also du bist klasse. Ich glaube, deswegen habe ich überhaupt GrowMotion, deswegen hatte ich die überhaupt auf dem Fokus, weil man dich immer überall gesehen hat und natürlich auch durch euren CEO, wo wir noch drauf zu sprechen kommen. Aber ja, ich denke mal, du bist hier schon so eine Figur auch oder du hast das irgendwie auch hochgebracht hier so ein bisschen. Wir sind gemeinsam wie eine Familie so. Ne? Wir haben das Projekt alle zusammen gestartet. Ich bin als erstes Mitglied hier gewesen. Zusätzlich, wie gesagt, die ersten Jungs, die da waren, waren halt die Gründer. Ich bin Head Grower, genau. Ich bin derjenige, der im Prinzip sich um die Pflanzen kümmert, die Kultur ein bisschen steuert. Mein Geschäftspartner, Freund, also Sia, der ist ja Geschäftsführer. Er managt schon das Tagesgeschäft hier und ich kümmere mich halt hauptsächlich um die Pflanzen. Und dann haben wir natürlich noch andere Akteure, die im Hintergrund arbeiten, die auch ein bisschen Marketing machen, wie die Julia. Und auch ein gutes Kamerateam mittlerweile, die auch schöne Videos machen.
auch richtig. Ich kenn's ja selber von dir. Ich habe kein Team, ich muss alles selber machen. Wir sind auch ein kleines Team und wir machen auch alles selber, weil es ist auch sehr teuer. Apropos alles selber machen. Ich habe auf eurer Seite auch gesehen, oder das sollte ja auch so sein, wenn man nach Nachhaltigkeit und so schaut, dass gewisse Sachen auch von der Pflanze, zum Beispiel in der Textil- oder Möbelindustrie, kann man das bei euch beziffern eigentlich, wie viel Rohstoffe da eigentlich zurückgeführt werden an andere? Oder ist also das eher Cannabis generell, weißt du ja selber, ist eine Pflanze, die kann man eigentlich fast alles verwerten, so, ne? Ob es Plastikersatz ist, ob es Textilien sind, ja, Seile, Öle zum Rauchen, als Medizin, wie gesagt, alles vorhanden. Also wir arbeiten ja auch mit Cannabis als Rohstoff für Klamotten. Wir haben ja auch eine eigene Klamottenlinie, die kann man auch bei uns im Shop erwerben. Wir sind an einer anderen Sache noch dran. Wir wollen jetzt, wie gesagt, noch ein paar Sachen später im Labor machen. Jetzt aktuell haben wir Öle und Salben und alles andere noch auf den Markt bringen. So, das ist so ein bisschen unser Roadmap. Erstens hochwertiges Cannabis. Also auch eine eigene Linie mit verschiedenen Sachen halt. Ja, genau. Also alles so ein bisschen. Vor allem so in guter Qualität. Das ist unser Punkt, den wir halt ansteuern. Qualität statt nur Masse zu machen. Sieht ja echt hier richtig toll aus. Ja, sag mal, wie viele Leute sind denn hier beschäftigt? Ich meine, so eine Riesenanlage, die Pflanzen müssen gegossen werden. Ja gut, ihr gießt jetzt nicht einzeln, aber das wäre Wahnsinn, das mit der Hand zu gießen. Das aber überhaupt, schon, so ein Laden muss ja in Schuss gehalten werden, sauber machen, Fotos, Social Media. Also wie du schon rausgehört hast, ist tatsächlich ein sehr, sehr kleines Team. Wir sind 4 Angestellte im Team. Und dann haben wir noch externe Leute, die uns helfen bei so Arbeitsschritte wie Entlaubung, was sehr, sehr viel Arbeit ist. Ernten wahrscheinlich auch, ne? Ernten auch, genau. Oder Soaken. Soaken ist im Prinzip der Begriff für die Blöcke zu tauchen und im Prinzip vollzusaugen mit Wasser und die dann da aufzustellen. Ne? Okay, cool. Das ist auch ein Arbeitsschritt, der sehr arbeitsintensiv ist und dafür holen wir externe Leute. Also aber eigentlich seid ihr nur 4 Leute? Eigentlich sind wir nur 4 Leute. Die kann man auch in der Doku sehen. Ja, du hast ja am Anfang gesagt, hier gibt es einen ganz bekannten Herrn, der Herr Massiv. Massiv ist der ist ja bei euch als Putzfrau angestellt, habe ich gesehen in einem Video. Ne? Schön sauber, damit wir hier auch den Boden schön gesäubert haben. Auch schön in die Ecken, Bruder. Da so, genau, perfekt. Sehr schön machst du das. Du machst jetzt alleine weiter, du kriegst das auf jeden Fall. Kennen wir schon. Bin stolz auf dich. Bis gleich, Bro. Bis gleich. Er ist Mitgründer von Grow Motion, ist auch ein sehr loyaler, gerader Mann. Deswegen haben wir uns für ihn entschieden. War ganz wichtig, vor allem jetzt bei Pflanzenverkauf, musst du mit seriösen Leuten arbeiten. Massiv ist ein sehr seriöser Mann. Führt viele Unternehmen. Also für die, die es nicht wissen, er ist Rapper, Schauspieler, also alle sollten. Und wenn nicht, dann guckt euch 4Blocks an oder Grow Motion Videos. Da sieht man ihn auf jeden Fall. Genau. Er ist halt Mitgründer, wie gesagt. Okay. Ja. Also von Anfang an mit dabei? Von Anfang an mit dabei, ja. Ist halt auch Werbegesicht tatsächlich auch zusätzlich. Ne? Und der verfolgt uns jetzt auch. Ne? Ich möchte jetzt nochmal Tachles reden. Und zwar, was wir tun. Finde ich super. Grow Motion gibt es ja auch. Wenn ich das richtig verstanden habe, also eure Philosophie ist ja nicht nur medizinisches Cannabis anzubauen oder überhaupt, sondern dass man eigentlich auch in eine Pflanze investieren kann oder eine kaufen kann oder sie wird von euch, wie kann man das am besten erklären oder wo ist der Mehrwert für denjenigen, der bei euch jetzt eine Pflanze kauft? Okay, also ich gehe mal ein bisschen weiter zurück erstmal. Also als erstes bieten wir einen festen Stellplatz an für eine lebenslange Pflanze. Das heißt, der Kunde kann sich eine Pflanze hier kaufen, also den Platz, ne, den Stellplatz. Und wir bieten im Prinzip den Pflanzenservice an. Wir kümmern uns um die Pflanze, um den ganzen Prozess, der dahinter steckt. Ne, das Kultivieren, Ernten, Trocknen. Und die Person, die sich eine Pflanze kauft, hat im Prinzip ein lebenslang einen Ertrag, sag ich mal so. Sein Leben lang? Ja, sein Leben lang. Und zusätzlich kann eine Pflanze noch vererbt werden. Also die lebenslangen Pflanzen haben wirklich den Charakter, dass sie ein Leben lang sind. Jetzt könntest du sagen, was heißt ein Leben lang? Ein Leben lang bedeutet, solange du lebst. Und dann würdest du entweder die Pflanze verkaufen irgendwann. Aber lebenslänglich ist es ja anders. Das sind ja nur 15 Jahre, glaube ich. Ne? Das hast du jetzt gesagt. Na, aber finde ich schön, dass ihr so ein Konzept habt auf jeden Fall. Ein Pflanzenmodul für Leute, die Pflanzen lieben, vor allem Cannabispflanzen, und die halt ein Teil davon sein wollen und halt nicht so viel selber machen wollen. Weil man muss ja auch sagen, nicht jeder hat Lust anzubauen, nicht jeder kann anbauen, nicht jeder hat den grünen Daumen. Ne? Absolut. Und für die Leute ist das halt eine coole Sache. Ne? Und wenn man dann noch was Geld dafür hat oder zurückbekommt, man kann sich ja auch die Ware zuschicken lassen. Aktuell bei CBD ist das ja so, alles was wir produzieren und wo der Pflanzenbesitzer die Pflanze ja besitzt, der kann sich theoretisch das auch nach Hause schicken lassen, das Ganze. Ne? Okay, und es gibt halt verschiedene
wie sagt man, Option. Genau, es gibt drei verschiedene Optionen. Du kriegst als erstes, kannst du es dir auszahlen lassen. Als zweite Option kannst du dir die Ware zuschicken lassen. Mhm. Ne? Und als dritte Option kannst du dir das umwandeln lassen als Guthaben für den Shop. Das heißt, du hast sogar einen kleinen Benefit, weil es zu deinen Gunsten geht, wenn du deinen Ertrag hast. Vor allem man dann Prozente bekommt. Man kriegt einfach noch Vergünstigungen. Mhm. Das ist ja so, in der Schweiz ist ja CBD schon lange legal oder länger schon. Ja, als ein sehr liberales Land, was CBD angeht, vor allem. Höhere Grenzen habt ihr hier, Grenzwerte sind höher. Ich glaube bis zu 1%, wenn ich richtig bin. Oder? Genau, 1% ist Maximum. Und in der Schweiz gibt es aber noch keine medizinischen Blüten in der Apotheke, oder? Also ich kann dir dazu gar nichts sagen, weil ich eher auf den deutschen Markt gucke. Okay. Ne, also baut ihr hier schon THC an? Wollt ihr THC anbauen? Also genau, da gehen wir drauf rein. Also wir bauen aktuell CBD an. Wir haben die Lizenz jetzt beantragt. Das bedeutet, in ein paar Tagen kriegen wir dann Bescheid, was sehr wahrscheinlich genauso sein wird. Und ab dem Punkt gibt es ein sogenanntes Audit. Da wird halt geguckt, ob alles stimmt und dann kann man anfangen zu produzieren. Okay. Das ist der Schritt dazu. Dürft ihr dann automatisch auch exportieren oder ist es noch wieder eine andere? Es ist alles ein Teil, aber das gibt es für jede Sache eine Auflage. Beim Export sieht es anders aus. Ich glaube, man braucht eine Umgangsbewilligung. Ich weiß nicht genau. Also ich kenne mich jetzt auch nicht auf die Arbeit. Also mich brauchst du dann auch nicht fragen. Für mich ist Bürokratie du alles. Du kannst mich auch fragen, alles was die Pflanzen angeht, aber Export, Import. Dafür haben wir unsere Abteilung hier bei Growmotion, die sich darum kümmern. Ich will eigentlich gar nicht, weil die Leute, die es genauer wissen wollen, ich mache hier kein Verkaufsvideo, ich bin ja auch nicht bezahlt, Leute, sondern ich bin ja einfach nur eingeladen worden auf Kaffee und Kuchen und möchte euch einfach hier die Anlage zeigen und wollte einfach auch mal Klarheit in die Sache bringen. Ja? Wäre es für euch eigentlich jetzt, oder kann man das sagen, dass ihr sagen, wenn wir dürften, würden wir morgen gar kein CBD mehr anbauen? Also ich bin ganz anders, was das angeht. Ich bin der Meinung, CBD ist eine Sache, die auf jeden Fall seinen Stellenwert hat und sollte auch bleiben. Finde ich auch. Werden wir auch weitermachen. Wir werden jetzt nicht deswegen CBD komplett auf Seite schieben. Wir stehen auch dazu. Unser Produkt ist eins der stärksten CBD-Sorten überhaupt auf dem Markt. Ich werde es gleich kannst du gerne probieren. Mit 20% CBD schon sehr, sehr hoch. Und das spielt halt eine Rolle, weil mit 1% THC knapp kann man auch höhere CBD-Werte haben. Genau, das ist ja bei uns das Problem, dass du irgendwann an deiner Grenze bist. Genau. Ich habe ja in eurem Profil gelesen, dass ihr eigentlich ein Pharmaunternehmen seid. Das heißt, wollt ihr medizinisches Gras nur anbauen, auch anbauen oder auch für den Freizeitmarkt? Oder habt, oder also ist es euch unser Fokus war von Tag 1, medizinisches Cannabis anzubauen. Diese ganze Anlage ist darauf konzipiert und auch entwickelt worden. Okay. Bei uns ist es einfach so, dass wir halt uns immer gesagt haben, wenn wir auf den Markt gehen, gehen wir mit Qualität auf den Markt. Deswegen brauchen wir eine vernünftige Anlage. Die haben wir schon, auch schon vor Jahren geplant. Und wir haben jetzt ein Jahr Zeit gehabt, CBD zu produzieren. Uns ein bisschen einzustellen auf so eine Anlage, weil so eine dreistöckige Anlage gibt es so gut wie gar nicht. Sehr, sehr aufwendig zu führen, weil man halt verschiedene Mikroklimen hat, aber halt auch sehr effizient, weil man kann auf dieser Fläche, du siehst hier hinter uns, 3200 Pflanzen produzieren. Ich werde mit euch auf jeden Fall jetzt mal mit dem Ben kurz durch die Anlage gehen, damit wir noch ein paar schöne Bilder für euch einfangen und dann mache ich Feierabend, dann will ich hier den Tag genießen. Also, danke, dass du da warst, mein Lieber. Ja. Wir schauen uns die Anlage jetzt an. Ben, bevor wir jetzt in die Anlage gehen, noch mal kurz, wie viele Quadratmeter habt ihr insgesamt hier? Aktuell haben wir, der Raum Amsterdam hat 175, der andere hat ungefähr 160. Wir haben ja zwei Räume auf drei Ebenen, ne? Also 170 hier, 160 dort. Wie viele Pflanzen habt ihr? Amsterdam 3200, Berlin 2900 Pflanzen. Also die Räume heißen so? Ja, genau. Also wir gehen jetzt nicht nach Berlin. Wirst du gleich sehen, wir gehen jetzt nach Amsterdam. Wir gehen jetzt mal nach Amsterdam. Sondern Raum Amsterdam. Genau. Ist im Prinzip unser Hauptraum. Da gehen wir mal rein. Lieber Mario, jetzt sind wir hier in den Heiligen Hallen. Das ist die Sorte Plutonium, die wir anbauen. Leider Gottes hat einer unserer Mitarbeiter es ein bisschen zu gut gemeint mit Wasserstoffperoxid. Da kannst du sehen, hat ein bisschen verbrannt. Ah, okay. Ja, aber die Pflanze aber die sind ja auch schon ziemlich am Ende. Genau, die sind am Ende. Da ist es gar nicht mehr so schlimm. Hier siehst du noch, dass es noch ein bisschen vegetativ ist. Das bedeutet, die wird noch ein bisschen Masse machen. Ja. Ja, das siehst du immer ganz schön hier, wenn noch ein paar Blätter nachkommen. Das heißt, die Pflanze wächst noch weiter nach oben. Ja. Wie lange haben die noch? Ungefähr 8 bis 10 Tage. Okay. Ganz hinten kann man eine Amnesia-Genetik sehen. Die ist auch schon sehr gelb. Das heißt, die ist wirklich in den letzten paar Stunden, würde ich sagen. Wir reden davon 2, 3 Tage noch. Ja, super. Werden die dann schon weniger gegossen?
Genau, die kriegen jetzt in der Endphase weniger Wasser. Das ist die generative Phase, das ist das Aushärten. Da macht man immer weniger Wasser im Block. Bei Erde ist es genauso. Bei Hydro ist es so, dass man den Dryback größer macht. Also über Nacht gibt man hier sowieso kein Wasser. Man lässt es halt zurücktrocknen weiter. Man muss aber aufpassen, weil wenn man zurücktrocknet, kommt mehr Salz. Also ist ja ganz logisch, ne? Wenn Wasser weggeht, bleibt mehr Salz im Medium übrig. Okay. Deswegen ist es wichtig, auch die letzten zwei Wochen mit dem EC runterzugehen. Da reden wir von Werten von 1,5 bis 2 bei Hydro. In der letzten Woche sollten wir bei 1 landen. Und ich mache es so, das ist aber wie ich es mache, in den letzten drei Tagen mache ich nur noch Osmosewasser. Weil aus den Steinwollblöcken kriegst du relativ schnell alles raus. Ich habe das Witzige ist, wir haben gestern einen Bericht darüber gemacht, ja, dass es angeblich gar keinen Unterschied machen soll, ob man Pflanzen ausspült oder nicht. Und da habe ich gesagt, wer erzählt so einen Scheiß? Also jeder, der schon mal geraucht hat und merkt, dass Pflanzen nicht ausgespült, das schmeckt man sogar. Ja? Also ich weiß nicht, wer da so eine Studie gemacht hat. Was ist deine Meinung dazu? Meine Meinung ist, wie ich dir schon gesagt habe, du kannst bei Hydro sehr lange düngen, weil du halt mehr Möglichkeiten hast, die Salze rauszukriegen. Aber ich muss dich ein bisschen korrigieren, okay, weil gerne. Die Sache ist so, bei Erde ist es schwieriger auszuspülen. Das heißt, da sollte man tatsächlich zwei Wochen spülen, also um einfach zu gucken, dass man die Salze reduziert vor allem. Du wirst immer Salzreste in der Pflanze haben, auch eine Pflanze, die du zwei Wochen spülst, Natürlich. Weil du kannst nicht alles rauswaschen. Das Allerwichtigste meiner Meinung nach ist wirklich die Trocknung am Ende, dieses langsame Trocknen. Weil alles, was da noch drin ist, das ganze Chlorophyll, was auch kratzt im Hals, ist ein Teil, warum das Weed dann so scheiße schmeckt. Ja, das stimmt schon, natürlich, die meisten Gifte oder fast alle bleiben ja in der Wurzel, deswegen ist Hanf ja auch so bekannt. Ja. Das wurde ja damals auch bei Tschernobyl benutzt, um den Boden zu reinigen, genau. Weil das so lange Wurzeln hat, die bis ganz tief von hinten, hier siehst du es auch. Ne? Wow, also da riecht man es übrigens immer am besten, finde ich, wenn man mit den Fingern in den Stängel geht. Ja. Und man sieht auch richtig, ja, wie harzig sie sind, ja, wie es klebt. Darf ja nicht vergessen, das ist CBD. Ne? Bei den meisten CBD-Sorten ist es schwierig, weil die halt bei 1% kriegst du schon was Vernünftiges hin. Ne? Ja. Hier oben siehst du auch, wir haben ja ProGuard eingebaut. Die ProGuards sind im Prinzip meine Helfer im Kampf gegen Sporen, gegen Pilze. Ah, okay, Fetter, also das ist Schimmelalarm. Genau. Wow. Und ein Highlight, ganz wichtig, ja? Leute, man kann ganz gezielt, bequem die Racks wegfahren. Und dann dazwischen arbeiten. Das ist natürlich sehr, sehr gut, wenn man so viele Pflanzen hat. Ja, das ist richtig geil, wenn man zwischen den Dingern kann. Genau. Dann kann man nämlich von allen Seiten arbeiten. Bei uns siehst du auch, die Luft kommt von unten. Ah, okay. Du kannst das schön sehen. Ja, das ist natürlich sehr vorteilhaft, ne? Dass Schimmel auch erst gar nicht entsteht. Genau. Ja. Richtig. Also von unten kommt die Luft. Die wird dann hier angesaugt über diese Ventilatoren. Die kann man schön sehen hier, diese hier. Ja. Die saugen unsere CO2-Luft an. Ja. In dem Raum ist dann CO2 auch. Die werden von oben wird's gegeben, angesaugt und unten an den Rohren dann verteilt. Ne? Das ist unser eigenes Konzept, was wir entwickelt haben. Das hier ist unser Klonraum. Okay. So, und der Klonraum, der hat ganz schönes Licht. Ne, kann man schon schön sehen, hier ist auch ein bisschen anderes Klima. Hier merkt man auch direkt, dass die Luftfeuchtigkeit auch höher ist. Wir sind gerade reingekommen. Also wenn das Licht hier so ein bisschen wie im Puff aussieht, ja, dann das hat so einen Puff-Charakter. Ist das so gewollt, ja. Genau, das ist gewolltes Pufflicht für die Babys. Richtig. Erotisch. Ja. Nee, wirklich. Wichtig ist natürlich am Anfang gucken, dass die Luftfeuchtigkeit sehr hoch bleibt. Wir haben hier 80-90% Luftfeuchtigkeit. Darf ich mal einnehmen? Ja, klar. Die Wurzeln sind noch nicht da, sind 2 Tage alt. In der Regel nach 7 Tagen sollten die Wurzeln schon gut da sein. Arbeitet ihr mit Stimulatoren? Ich arbeite natürlich, ich nehme Algen. Okay. Ne, ich arbeite mit Algen und ich arbeite mit Calcium. Nämlich viele wissen nicht, dass Calcium fundamental ist für die schnelle Bildung der Wurzeln. Calcium und Phosphate, also Phosphor vor allem. Okay. Calcium, Phosphat über die Blätter geben und die Wurzeln kommen viel, viel schneller. Ne? Also mit sowas wie Klonex arbeitet ihr nicht, oder? Klonex habe ich auch schon gehabt, aber wie gesagt, Klonex ist meiner Meinung nach ein veraltetes Mittel. Es gibt mittlerweile Mittel, die, sage ich mal, besser sind und die auch zugelassen sind. So, das ist unser Mutterraum. Da führe ich euch jetzt auch mal rein. Super. So, für die Living Soil Liebhaber. Hallo, Mami. Living Soil ist hier, ist von der Firma Growshit. So, erklär den Leuten mal kurz, was ist Living Soil genau?
Living Soil arbeitet im Prinzip in sich. Es hat seine Mikroorganismen, das heißt, ich gebe hier gar keinen Dünger hinzu. Hier kommt nur Wasser rein, noch nicht mal pH-reguliertes Wasser, sondern tatsächlich nur Leitungswasser, abgestandenes Leitungswasser wegen dem Chlor. Sollte man immer stehen lassen, 24 Stunden mindestens. Und das ist alles, was diese Pflanzen kriegen. Ihr könnt sehen, die Pflanzen sehen super gesund aus, sind auch noch ganz jung, ja, haben ganz leichten Phosphormangel, aber das kommt halt dazu, weil normalerweise muss man Living Soil 14 Tage ruhen lassen. Ich habe sie natürlich direkt reingesetzt, weil wir nicht die Zeit haben, aber das behebt sich mit der Zeit. Ja. So, hier könnt ihr gut sehen, das sind alte Mutterpflanzen, die jetzt ausrangiert werden. Das ist eine Sorte, die steht auf Steinwolle. Und ihr könnt schon sehen, das wächst schon definitiv schneller. Wie alt sind die jetzt schon? Die sind jetzt 3 Monate alt. 3 Monate? Wow. Ja. Sehen schon aber wirklich kräftig aus für 3 Monate, oder? Aber wir sortieren auch schon nach 3 Monaten wieder aus. Okay. Das heißt, unsere Pflanzen sind nie länger wie, also alle Maximum 5 Monate. Ne? Okay. Und dann kommen neue Pflanzen. Also das heißt, wie oft schneidet ihr die dann in 5 Monaten? Oder? Also du musst die alle 2 Wochen schneiden, ganz wichtig. Du musst auch gucken, du siehst ja auch, die sind alle getoppt. Wenn ich die Pflanzen mache, toppe ich die immer, um ein bisschen buschige Struktur zu kriegen. Natürlich. Wenn die jetzt rauskommen, toppe ich die auch nochmal alle. Das heißt, ich pinche die ganze Zeit die Pflanzen und mache die buschig damit. Weil ich will am Endeffekt eine tiefe Pflanze haben, wo ich nachher überall Stecklinge habe. Genau, umso buschiger, umso mehr Stecklinge kannst du halt schneiden. Genau. Ja, sehr schön. Ja. So, dann zeige ich euch nochmal ganz kurz Raum Berlin. Raum Berlin ist ähnlich. Da sind die Pflanzen noch relativ klein. Okay, wow, die sehen aber kräftig aus. Hier kannst du sehen, dass wir verschiedene Pflanzen haben. Hier werden viele auch wieder rausgeschmissen. Wenn wir eine Pflanze sehen wie die hier, die ein bisschen schwach ist, die kommt dann weg. Hier sieht man auch noch ein bisschen Kalziummangel, müssen wir noch ein bisschen Kalzium erhöhen. Aber dann gehen die Pflanzen gesund in die Blütephase rein. Also ist praktisch hier so der Vorziehraum, kann man sagen? Wir machen beides, Vorziehen und Blühen. Das heißt, wir stellen mehr Pflanzen rein. Und du siehst ja auch Pflanzen, die komische Mutationen haben, die nicht gut aussehen. Also die bleiben jetzt hier, bis sie blühen? Genau, die bleiben, bis sie blühen. Ich nehme einfach nur noch die raus, die scheiße aussehen. Okay, ja? So haben sie auch weniger Stress. Ne? Genau, hier sowas. Das sind Pflanzen, die zum Beispiel einfach schwach sind vom Schneckling. Ja. Sowas gehört nicht in den Grow rein. Es muss mindestens sowas sein. Und alles andere wird dann aussortiert. Ja, schön, dass auch auf sowas geachtet wird. Muss. Also das ist der wichtigste Schritt, ist am Anfang die richtigen Pflanzen reinzusetzen. Ja. Und die Pflanzen werden dann auch nachher getoppt. Also die haben jetzt noch ein paar Tage und dann kriegen die den Kopf ab und dann geht's los. Tut dir das nicht im Herz weh? Doch, manchmal schon. Weil ich weiß, dass sie auch fühlen. Schön in Berlin. Hoffentlich ist es in Berlin auch bald soweit. Genau. Was ich übrigens auch noch entdeckt habe, finde ich ganz, also nicht nur in Amsterdam, sondern insgesamt, machen die das, was ich mit meinen Pflanzen auch immer gemacht habe. Hört ihr es? Film mal noch hoch. Na, wunderschön. Also wenn Pflanzen mit Musik beschallt werden, glaube ich, tut es ihnen sehr gut. Und genau das machen die hier. Super.